Wasserstoff, Solar, Elektromobilität. Wir machen es jetzt noch ein bisschen anfassbarer, handhabbarer. Das sind die Themen ja von Manfred Wiegel. Und diese Themen waren bekanntermaßen im vergangenen Jahr ein echter Blockbuster an den Börsen. Es wundert nicht wirklich, weil angesichts von Corona wurden noch mal ganz andere, ganz neue Fragen gestellt zum Thema Nachhaltigkeit. Anfang des Jahres dann eine Konsolidierung in den vergangenen Wochen und Monaten. Und die Frage ist, wird das so bleiben? Wir wollen in die Tiefen dieser Thematik gehen mit Manfred Wiegel. Er ist Gründer und CEO von Manager der Green Benefit AG, und da sage ich einen schönen guten Tag, guten Morgen nach Fürth. Ja, ein herzliches Grüß Gott aus Fürth. Ja, zunächst mal Glückwunsch. Ihr Green Benefit Global Impact Fund hat im vergangenen Jahr sage und schreibe 177% zulegen können. Was waren denn die Gründe für diesen offensichtlich perfekten Sturm? Ja, ich denke, Herr Franig, man kann wirklich von einem perfekten Sturm sprechen. Heute das Thema ist ja, ist grün zu grün in ESG. Und vielleicht kennen manche von Ihnen das Lied, ist grün zu grün, wenn Spaniens Blüten blühen, aus My Fair Lady. Und bei uns war es tatsächlich so, dass nicht nur die Blüten geblüht haben, sondern wir konnten eine satte Ernte einfahren, letztes Jahr 2020. Und die Gründe dafür lagen natürlich schon länger zurück. Vor sechs Jahren hatten wir sehr intensiv ausgebombte Solaraktien gekauft, die lange Zeit sehr stark unterbewertet waren. Und wir hielten eigentlich an dieser Strategie sehr lange fest. Und es wurde dann letztes Jahr belohnt. Ein Faktor war noch ein Grund, dass wir einer der ersten Nachhaltigkeitsfonds waren, die das Thema Wasserstoff sehr prominent aufgenommen haben. Das war im Januar 2019, wo wir stärker eingestiegen sind, erstmalig nach 20 Jahren Beobachtung. Und der dritte Grund war, denke ich, auch der politische Rückenwind, den wir aktuell sehen, gerade im letzten halben Jahr, auch mit der Wahl von Biden zum US-Präsidenten und sein klares Commitment zu dem Thema Nachhaltigkeit und dem Wiedereinstieg in das Pariser Klimaabkommen. Zur Wahrheit gehört aber auch dazu, Herr Wiegel. Also das müssen wir natürlich auch mit ansprechen. Ich habe es angedeutet, wir sehen eine Konsolidierung im Frühjahr dieses Jahres. Ich habe natürlich ins Factsheet reingeguckt. Da ging es dann relativ schnell und deutlich auch mit Ihrem Fonds von ca. 350 Euro Ihr Anteil auf 270 Euro zurück. Wer oder was hat Ihnen denn in dieser Phase in die Suppe gespuckt? Ja, wenn wir betrachten, dass wir von 100 nach 170 Performance in 2000 dann nochmal auf 350 gestiegen sind mit dem Fondspreis, und es waren ja nochmal satte 32%, dann war ja eines ganz klar, dass hier irgendwann eine Konsolidierung stattfinden muss. Die Investoren, die neu sich den Fonds angeschaut haben, haben uns ja schon immer gefragt, euer Fonds, der steigt ja nur, das kann ja auch gar nicht so weitergehen. Und ich habe immer gesagt, das wird nicht passieren. Auch bei uns wachsen die Bäume nicht in den Himmel. Und darum hatte ich auch schon im Januar eine Korrektur angekündigt, die ja dann auch eingetreten ist, und 20% Rücksetzer, und wir sind wieder auf dem Stand vom Anfang des Jahres. Damit kann man leben, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass wir durch die hohen Mittelzuflüsse, die wir bekamen, da waren wir ja dann bis zu 20% im Cash, die hatten wir dann jetzt in letzter Zeit abgebaut und sind jetzt nach dem Rücksetzer wieder voll investiert. Ehe wir weiter über den Fonds sprechen, Herr Wiegel, auch ein Wort mehr zur Metaebene. EU-Offenlegungsverordnung haben wir angesprochen. Und da wir hier auch aus der Praxis für die Praxis berichten wollen, lassen Sie uns doch vielleicht, wenn ich so formulieren darf, ein bisschen durch Ihr Schlüsselloch schauen. Was bedeutet EU-Offenlegungsverordnung für Sie ganz konkret, da wo Sie sitzen, in Ihrem Büro in Fürth? Also für uns bedeutet es, dass endlich mehr Transparenz reinkommt. Und wir sind dann schon immer ein großer Freund von Transparenz. Das dokumentieren wir auch auf unserer Homepage, indem wir sehr intensiv über unsere Firmen berichten, in Details teilweise, auch über die SDGs sehr viel schreiben. Also für uns hat sich praktisch wenig geändert, wenn man es genau nimmt. Aber am Ende des Tages sind wir natürlich auch jetzt gefordert, diese Transparenz zu zeigen. Und für uns bedeutet es, dass wir auch dann uns aktuell mit Ratingagenturen beschäftigen, die uns unterstützen, dabei unser Portfolio besser zu bewerten und vor allem auch einen guten, sauberen Nachhaltigkeitsreport zu generieren. Nachgefragt, Herr Wiegel, ist jetzt die Verordnung eher eine Qualifizierung für Sie oder eher eine Selbsteinschätzung? Also 100% eine Selbsteinschätzung, und alles andere würde nicht in die richtige Richtung laufen. Wir sehen das schon.
dass es teilweise in die falsche Richtung läuft. Herr Hagedorn hat sie schon angesprochen. Das ist also kein Marketing-Gag, sondern kein Marketing-Instrument, sondern eine Selbsteinschätzung, die natürlich dann auch später mit hoher Transparenz unterlegt werden muss. Und ich halte es da auch, wie der Herr Hagedorn gesagt hat, eher mit ein bisschen mehr Demut, ein bisschen vorsichtiger an das Thema ranzugehen und nicht gleich alles hier dunkelgrün zu nennen, und sondern Step für Step sich daran zu arbeiten. Zurück zum Fonds und Ihren Investitionen, Herr Wiegel, weil ich glaube, da gibt es auch einige, die wahrscheinlich später im Panel sowieso danach fragen würden. Wo finden Sie denn aktuell die spannendsten Aktien? Welche, ja, Regionen, welche Branchen sind in Ihrem Auswahlprozess ganz vorn? Ja, ich habe Ihnen hier eine Grafik mitgebracht, wo Sie sehen können, wie aktuell unsere Länderallokation sich aufstellt. Wir sind sehr stark in den USA investiert, auch in Kanada über 12%, also Nordamerika sehr stark, dann natürlich Asien mit China besetzt oder auch mit Australien, dann sehr stark Europa mit den nordischen Ländern wie Norwegen und Schweden. Aber auch in Deutschland finden wir sehr gute Unternehmen. Und wenn Sie mich fragen nach den interessantesten Unternehmen, dann ist natürlich auch das Thema Sektorenallokation ein wichtiges Thema. Hier das aktuelle Portfolio besteht zu 40% circa aus Wasserstoff- und Brennstoffzellenunternehmen, aber nicht nur ein paar wenige, sondern die wichtigsten Pure Player, 12 an der Zahl in unserem Portfolio. Insgesamt haben wir ja ein sehr konzentriertes Portfolio von nur 34 Titeln, eher auch im Small- und Mid-Cap-Bereich. Erneuerbare Energien ist sehr wichtig, Solarunternehmen, Elektromobilität und Batterien. Und wenn wir schon beim Thema Wasserstoff sind, habe ich Ihnen auch noch eine Grafik mitgebracht, ganz aktuell vom Hydrogen Inside Report, vom Hydrogen Council und McKinsey & Company. Und hier sehen Sie sehr interessant auch, wie viele aktuelle Projekte denn schon angedacht oder schon in Planung sind. Und wenn Sie dann hier auf der linken Seite sehen Sie Gigascale-Projekte, also mit mindestens 1 Gigawatt Produktionskapazitäten von grünem Wasserstoff, dann sehen Sie, dass hier schon einiges in Bewegung gekommen ist. Und wenn man insgesamt 228 Projekte sieht, Sie sehen die meisten davon in Europa, 126 in Europa, 46 Projekte in Asien, 24 in Ozeanien. Also hier kommt unglaubliche Bewegung rein. Und man will ja, man stellt ja momentan fest, dass die Leute sich ja praktisch darum reißen, Vorreiter zu spielen für dieses Thema. Jeder will etwas von dem Kuchenstück abbekommen. Zum Beispiel die Kadri Simpson, EU-Energiekommissarin, hat kürzlich gesagt, Wasserstoff hat das Potenzial zum Gamechanger und die EU will einer von denen sein, die diesen Weg anführen. Oder wenn wir KPMG zitieren, Wasserstoff ist der neue Number-One-Trend bis zum Jahr 2025. Oder Bloomberg bemerkte kürzlich, Wasserstoff ist das heißeste Thema im Bereich grüne Energie. Und hier braucht man vor allem, meine Damen und Herren, einen sehr langfristigen Anlagezeithorizont, denn wir befinden uns eigentlich erst am Anfang dieses Investitionszykluses, den wir beschreiben. So, wenn wir, sagen wir mal, wir wären beim Marathon, sind wir jetzt beim Kilometer 5. Und darum braucht man also auch hier für diesen Investmentbereich einen sehr langfristigen Horizont. Den haben wir. Und darum sind wir auch da in solche Unternehmen nur langfristig investiert und keine kurzfristigen spekulativen Ansätze. Manches scheint in der Tat so ein Stück weit, zumindest zeitweise, in eine Hype-Richtung zu gehen, Herr Wiegel. Denken Sie da hier und da bei dem einen oder anderen Wert schon mal an Gewinnmitnahmen? Ich meine, das Frühjahr hat es ja gezeigt, dass doch relativ heftige Rücksetzer möglich sind. Ja, also wir hatten ja den Solarbereich beispielsweise schon sehr lange in unserem Portfolio und da sind wir bei Kursgewinnverhältnissen eingestiegen von 2 oder 3, wo niemand Solarunternehmen haben wollte. So ein Beispiel eine Solar Edge, ein Wechselrichterhersteller, Weltmarktführer, schuldenfrei, 400 Millionen Dollar auf dem Konto vor ein paar Jahren, wollte niemand haben, KGV von 3 oder 4. Da sind wir dann eingestiegen beim sehr günstigen Kurs, der sich dann verzehnfacht hat, wo wir natürlich dann auch Gewinne gesichert haben und den größten Teil dieser Gewinne
mitgenommen haben. Oder ein anderes Beispiel, auch wieder aus dem Solarsektor, auch ein Wechselrichterhersteller Enphase. Da konnten wir sogar eine Verzwanzigfachung des Einsatzes sehen. Und da sind wir natürlich eher auf der Verkäuferseite. Als aktiver Fondsmanager müssen wir da auch mal Gewinne sichern. Die aktuelle Situation bringt uns eher dazu, auf der Käuferseite zu sein, denn wir sehen uns ja eher im antizyklischen Bereich unterwegs. Denn wenn wir nicht antizyklisch investieren würden, hätten wir eine Solar Edge nie gekauft. Keine klassische Gewinnmitnahme war BYD, das ist der größte Elektrofahrzeughersteller in China, Build Your Dreams. Kennen wir schon seit vielen, vielen Jahren, hat sich hier und da auch immer mal ein Stück weit gewandelt. Sie sind ganz bewusst ausgestiegen. Wir sind ja hier im Thema Nachhaltigkeit und ESG und dazu gehört sicherlich auch Moral und Ethik. Und bei Ihnen hatte es moralisch-ethische Gründe. Wie sahen die genau aus, Herr Wiegel? Auch dazu habe ich Ihnen mal ein Bild mitgebracht. Wenn Sie hier auf der linken Seite sehen, die Bedeutung des I aus ESG, wir sind ja mehr in unserem Fonds sehr stark auf das Thema Umwelt ausgerichtet, aber auch das Thema Sozialethik ist natürlich sehr wichtig. Und auf der linken Seite sehen Sie den neuen ID.3 von VW, den wir übrigens auch seit November als Firmenauto fahren, ich persönlich. Und dann kam 2 Wochen später, war ich dann doch was erstaunt, dass ich im Handelsblatt ein neues Fahrzeug von BYD sah, den D1. Und wenn Sie sich das mal anschauen, ein Bild sagt mehr wie 1000 Worte, dann sieht man schon, dass hier doch eine extreme Ähnlichkeit vorhanden ist. Das führte dazu, dass wir der Sache näher nachgegangen sind, auf den Grund gegangen sind und festgestellt haben, hier stehen wirklich Plagiatsvorwürfe im Raum. Deswegen sind wir also innerhalb kürzester Zeit komplett aus BYD aus ethischen Gründen ausgestiegen und haben diesen Wert verkauft. Ein anderer Einzelwert, der negative Schlagzeilen gemacht hat, ich greife das einfach mal vorweg raus, Herr Wiegel, weil auch da gehe ich von aus, dass in der Panel-Diskussion sowieso die Frage kommen wird, ist Plug Power. Ja, ohne dass wir jetzt hier, das ist auch die letzte Frage zu Einzelwerten, zu viel über Einzelwerte reden wollen. Aber ich meine, das war nun mal ein Thema, das hat die Branche beschäftigt, das hat viele Anleger stark beschäftigt. Ich gebe es vorweg, es gab ja etwaige Bilanzierungsprobleme, man muss da sehr vorsichtig formulieren. In jedem Falle gab es ganz erhebliche Verunsicherung. Halten Sie dennoch an der Position fest? Ja, also wenn es um Betrug geht oder Verdacht auf Betrug, da kennen wir auch keine Kompromisse. Nehmen wir ein anderes Beispiel, darf ich kurz erwähnen, eine Nikola Motors. Da hat das Management es tatsächlich geschafft, dieses Fahrzeug auf den Berg hochzuschleppen, dann das Fahrzeug runterfahren zu lassen, zu filmen und diesen Beitrag dann zu posten. Und tatsächlich hat das Fahrzeug nie einen Motor besessen. Und sowas ist ein No-Go und solche Themen nehmen wir sehr ernst und investieren natürlich in solche Unternehmen wie Nikola Motors nicht. Bei Plug Power müssen wir das vielleicht etwas differenzierter sehen, denn hier liegen aus unserer Sicht jetzt keine, wie sagt man so schön, ganz schändliches Verhalten vor, sondern hier wurden tatsächlich Bilanzierungsfehler gemacht. Sozusagen wurden sogenannte Sale and Leaseback-Positionen, die auch bei anderen Firmen, nach Aussage von einem Analysten von Oppenheimer, immer wieder auftraten, dass also solche Positionen einfach nur falsch verbucht wurden, ist natürlich extrem peinlich für so ein Unternehmen, aber es ist nicht kein schändliches Verhalten, wie man es vielleicht auch bei Wirecard gesehen hat. Und darum muss man auch da sehr differenzieren. Wir haben uns das Thema sehr genau angeschaut und haben an der Position festgehalten. Und ich denke auch Plug Power, wurde ich dann von Citywire gefragt, wie wir uns da wie wir damit umgehen. Und ich habe dann sehr ausführlich und transparent Auskunft gegeben, auch in unserem letzten Management-Kommentar, den Sie bei uns auf der Homepage finden. Also auch hier ist die Transparenz ganz, ganz wichtig aus unserer Sicht. Abschließend, letzte Frage, ehe wir dann in die Panel-Diskussion reingehen. Durch die gute Performance im letzten Jahr und vielleicht auch durch die transparente Kommunikation in diesem Frühjahr, Herr Wiegel, sind die Mittelzuflüsse sehr, sehr stark. Ich glaube, sie liegen mittlerweile bei um die 200 Millionen Assets under Management. Wie gehen Sie mit diesen Mittelzuflüssen um? Also finden sich ausreichend Möglichkeiten, um dieses Geld im Sinne der Anleger gewinnbringend zu investieren? Da wir kein reiner Einthemenfonds sind, also beispielsweise kein reiner Wasserstofffonds sind oder kein reiner Cleantech-Fonds, sondern in 10 Sektoren der Nachhaltigkeit investieren,
finden wir natürlich immer wieder neue Möglichkeiten, um neue Gelder auch zu allokieren. Und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig für unseren Ansatz, den wir haben. Wenn wir das Thema nachhaltige Forstwirtschaft und Landwirtschaft betrachten, dann werden wir auch hier im Bereich Vertical Farming bestimmt ja auch in der Zukunft interessante Themen finden. Oder nehmen wir das andere Thema Bio-Lebensmittel, dann sehr stark momentan in aller Munde das Thema Veggie-Burger oder dieses Fleischersatzprodukt. Da muss man natürlich sehr genau hinschauen, denn das ist alles noch am Anfang. Aber da könnte ich mir auch gut vorstellen, dass man da gute Investitionsmöglichkeiten findet in den nächsten Jahren. Oder das letzte Thema, was wir sehr spannend finden, ist das Thema Smart Cities und auch mit dieser Einbindung der 5G-Technologie. Also da passiert sehr viel und da werden uns die Zukunftsthemen in unserem Bereich sicher nicht ausgehen. Manfred Wiegel, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Eindrücke auch aus Ihrer Arbeit, aus Ihrem Fonds, den Praxisbezug.